Jo Leute und herzlich willkommen heute hier zu diesem Video. Heute möchte ich einfach noch mal ein bisschen was anfügen an mein letztes Video, denn erstens ist mir noch ein bisschen was eingefallen und zweitens habt ihr richtig schöne Kommentare geschrieben, was mir sehr gefallen hat, weil die waren auch mal ein bisschen länger und somit kann ich die hier mal ein bisschen kommentieren. Somit ist das hier mein erstes Kommentare, Kommentier, Feedback, Anfüg, Video. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Kommentar vom lieben Steve, dem Steve Heng, wer ihn nicht kennt. Er hat zwei Kanäle und ja, er produziert auch ziemlich guten Content, also schaut mal vorbei. Auf jeden Fall hat er im ersten Kommentar kommentiert, dass ihn das Video ein bisschen an Behind erinnert. Natürlich ein bisschen davon inspiriert, allerdings habe ich es ja auch ein bisschen anders gemacht. Ich habe es ja quasi in eine Figur reingepackt oder eine Struktur. Ich habe es in eine Figur reingepackt, in dieses Hater-Kollektiv, das quasi die aktuelle YouTube-Szene kritisiert. Ja, und ich habe es ja ein bisschen mehr in die Richtung Comedy gezogen. Ja, zumindest versucht. Und Behind, das war ja auch ein ausführlicheres Video, was ein bisschen länger war. Allerdings war es natürlich davon ein bisschen inspiriert oder angestoßen. Und er sagt auch, dass vielleicht nicht jeder große Creator weiß, wie denn so ein aufwendig produziertes oder wie ein besser produziertes Video denn funktioniert. Allerdings habe ich ja nicht wirklich die äußere Qualität kritisiert. Ja, ich habe halt eher die Videoarten kritisiert, also zum Beispiel Sneaker Pack Openings, also Schuhschachteln öffnen. Oder es gibt viele Beispiele. Mir fallen gerade nicht viele ein, aber es gibt viele Beispiele. Und dann hat er noch drunter einen zweiten Kommentar kommentiert. Und zwar hat er noch angefügt, dass man noch dazu sagen muss, dass das Internet schnelllebig ist. Und so waren vor drei Jahren noch Parodien und Titten von Mills voll in und jetzt sind es eben Pranks und rote Kreise. Und ja, da stimme ich dir natürlich zu. Wird sich natürlich schnell wieder was ändern. Allerdings war das Video ja eben auf die aktuelle YouTube-Situation bezogen und nicht auf die der nächsten 10 Jahre. Und hoffentlich ändert sich da was. Aber sicher ändert sich da was. Klar, ganz logisch. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Kommentar vom Jule. Irgendwoher kenne ich dich, ich weiß nicht woher. Hattest du mal einen anderen Kanal? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kenne ich dich irgendwie vom Aussehen her. Und zwar findest du, dass YouTube Deutschland eben darauf zugeschnitten ist, wen du abonniert hast und was du schauen willst. Und er hat eben keinen ApoRed abonniert und keinen KS-Freak. Und ja. Klar, jeder kann sich aussuchen, wen er abonniert. Und genau auf das war ja mein Video gerichtet. Zum Schluss, oder relativ zum Schluss, sage ich ja, dass man einfach mal über ein paar Dinge nachdenken sollte. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du sagst. Man sollte einfach den abonnieren oder die Leute abonnieren, die man selber gut findet. Und dann regelt sich das auf YouTube eigentlich schon von ganz alleine. Und ja, im Moment gibt es eben mehr Auswahl in die Richtung, ich sag mal, schlechteren Content. Wobei, man kann das ja auch nicht so ganz einfach sagen, schlechteren Content, weil was ist schlecht? Also ich finde das schlecht, das ist meine Meinung, aber andere finden es eben gut und das ist dann eure Sache. Wenn es einfach mehr Sachen geben würde, die wir gut finden und somit das einfach für jeden was dabei ist. Und es freut mich auch, dass dir mein Video gefällt. Es freut mich übrigens über jeden, dem mein Video gefällt. Dann habe ich was richtig gemacht. Ja, übrigens auch danke an die anderen Kommentare, die ich jetzt nicht hier im Video erwähne. Hat mich sehr gefreut, die durchzulesen. So, und jetzt komme ich zum Kommentar von Ma3x, oder wie du es ausgesprochen haben willst, ich weiß es nicht, sorry. Ich glaube, dass es mittlerweile so ist, dass man am schnellsten groß wird, wenn man irgendwelche Scheiße hochlädt. Ja, das ist auch das, was ich gerade schon gesagt habe. Du findest das scheiße, ich auch, allerdings gibt es vielleicht Leute, die das gut finden. Müssen wir nicht unbedingt verstehen, aber ja, deswegen auch nochmal die Aussage vom Video zu unterstreichen. Denkt mal drüber nach, was ihr da so schaut. Wollt ihr das wirklich schauen? Ist das wirklich das, was ihr sehen wollt? Denkt einfach drüber nach, was wollt ihr sehen und dann schaut das, was ihr sehen wollt. Ist ja voll okay, aber im Moment gibt es eben, wie gesagt, nicht so viele
in die Richtung guten Content, beziehungsweise, wie Emra es gesagt hat, findet man die schlechter. Also klar, es gibt diese ganz großen YouTuber, Julian Bam ist groß, Noobtown Monkeys ist groß, aber so sonst gibt es gar nicht mehr so riesige YouTuber, die man sofort findet oder sofort kennt, die richtig guten die richtig gute Videos produzieren. Und ja, man muss da einfach suchen oder einfach hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen ändert, dass mehr Leute auf die Spur kommen. Ja, lass mal nach besserem Content suchen und wenn mehr danach suchen, dann finden noch mehr was und dann steigern sich die Abos bei den Leuten, die werden bekannter, die gut sind und dann findet man die noch leichter und es werden immer mehr. Und so ist es eben auch bei den schlechten Videos, die sind halt, die hat einer gesucht und gefunden und suchen ganz viele Leute und die finden diese Videos und ist das eigentlich gerade sinnlos, was ich hier laber? Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass das Video ziemlich gut angekommen ist. Auch Tube Munich hat kommentiert, dass man auch noch andere, dass es natürlich auch noch andere YouTuber gibt, die gut sind, aber wie gesagt, man muss sie suchen. Oder sie sind eben nicht so groß. Hier kommen wir jetzt zu meinem letzten Video. Das war das Video, was ich gerade angesprochen habe, unter dem die Kommentare standen, die ich jetzt hier ein bisschen besprochen habe. Drunter kommt ihr, zu welchem Video kommt ihr denn da? Lasst euch überraschen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Die Links zu Twitter, Instagram und Facebook sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Freut mich auch, wenn ihr mir da folgt. Jo, jetzt noch schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, schönen Nachmittag, schöne Ferien, wenn ihr die gerade habt. Ansonsten, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.